Die Videotech Night wird Ihnen präsentiert von Panasonic. Herzlich willkommen zu einer neuen Tech Night Ausgabe der 65. und einer etwas besonderen, denn wir haben Stress in der Redaktionsschlusswoche, da ist immer ein bisschen alles anders als sonst. Und ihr profitiert aber davon, denn ihr kriegt einen kleinen Einblick in unsere Testlabors, was wir gerade so treiben. Antonia wird euch zeigen, was ihr gerade im Hörbereich testet, und bei Roland Seibt im TV-Labor schauen wir auch vorbei. Außerdem haben wir Tech News von Sony. Die wollen mit einem neuen Ultra HD Blu-ray Player Oppo angreifen, denke ich zumindest. Und mein Lieblingsthema Terminator, aber dazu dann später. Genau. Und damit fangen wir an. Du hast es ja schon so schön eingeleitet. Und zwar habe ich euch hier gerade einmal einen schicken Lautsprecher aus dem Hause Teufel mitgebracht. Ja, ich bin nämlich gerade im Hörraum unten, im schönen kühlen Hörraum, hier im Vergleich zu draußen. Wir stehen gerade bei uns im Vorgarten und es ist schön warm. ZDF-Fernsehgarten-Light. Genau, und unten im Hörraum testen wir eben AV-Receiver und auch Lautsprecher-Setups. Und hier ist mit dabei das neue System 6 THX von Teufel, wie schon gesagt. Da muss man als erstes natürlich einmal sagen, THX und Teufel, die beiden stehen in enger Zusammenarbeit, und zwar schon seit längerem. THX, das ist ja quasi die Heimkino-Norm, nach der eben bestimmte Hersteller, Boxenbauer und so weiter ihre Produkte richten müssen, damit eben in Sachen Pegel, in Sachen Abstrahlverhalten, Frequenzgang, alles nach einer bestimmten Richtlinie für perfekten Heimkino-Surround-Sound im Wohnzimmer ankommt. Genau. Möglichst perfekten zumindest, dann werden wir mal sehen, wie der Test läuft. Ja, müssen wir noch hören, aber zumindest was die letzten THX-Systeme von Teufel angeht, durften wir da ja schon ganz gute Ergebnisse hören. Du testest ein klassisches 5.1 Setup, oder? Da ist das Besondere daran, wir haben es hier jetzt mit einem 5.2 Setup zu tun. Okay. Und da kann man auch erwähnen, also hier haben wir zum Beispiel jetzt die Front links, Front rechts und Center Box stehen. Also wir haben hier quasi eine identische Box für vorne, für den kompletten vorderen Bereich. Und für hinten sind dann zwei Dipol-Lautsprecher mit dabei, für die Rücklautsprecher, denn das ist so wie THX vorschreibt, haben wir eben quasi einen von der einen Seite und auf der gegenüberliegenden Seite abstrahlenden Sound, damit eben die Effekte wie im Kino, beispielsweise, da hat man ja viele Lautsprecher, die von hinten kommen, auch am besten wiedergegeben werden. Okay. Genau, und dann haben wir eben zwei Subwoofer dabei für besonders kräftigen, tiefen Sound, und dass es da so richtig abgeht. Genau. Und was lässt sich sonst noch sagen? UVP 2000 Euro. Ohne vor dem Test zu viel zu verraten, aber hast du schon was gehört? Ich habe tatsächlich schon die beiden vorderen Boxen angeschlossen an einen meiner aktuellen Test-AV-Receiver. Und da darf man schon mal verraten, also da, für die Größe kam da ordentlicher Sound schon mal raus. Na gut. Genau, also hier haben wir übrigens eine Zwei-Wege-Box stehen, das musst du noch schon sagen, okay, weil wir es hier eben sehen. Parallel angebrachte Mitteltöner und einen Hochtöner, und das Besondere an den Rücklautsprechern, an den Dipol-Lautsprechern, ist eben, dass da auch noch ein Tieftöner mit verbaut ist. Ja? Also da scheint es wirklich von den hohen Frequenzen bis in den Pegelkeller. Teufel verspricht da, der geht ganz weit runter bis 24 Hertz, glaube ich. 25 Hertz, genau. Da sind wir gespannt. Okay. Ja, ich hoffe, ich kann es auch noch mal ein bisschen mit reinhören, denn das sieht mir nach der richtigen Größe aus, wo man schon ordentlichen Heimkino-Wumms sozusagen in seinen Keller oder in sein Wohnzimmer kriegt. Also insofern spannendes Thema. Ja. Spannende Themen haben wir natürlich auch im TV-Bereich momentan für die nächste Ausgabe vorbereitet. Da gibt es eine ganze Reihe Fernseher in einer Preisklasse, die durchaus bezahlbar ist. 65 Zöller, also schon ein richtig großes Kino auch fürs Wohnzimmer. Und wir schauen mal kurz rein. Roland testet die gerade, wie das bei uns im Labor aussieht. Ja, wieder große Überraschungen im Labor von Video. Die Marktführer schlagen sich beim Bild sehr gut, bei anderen Sachen nicht so toll. Ausstattung ist wieder ganz erstaunlich, dass da Outsider gut sind. Eine Bildüberraschung gibt es auch. Großer Test mit großen Ergebnissen.
Ja, aber so viele große Fernseher gleichzeitig hat selten einer am Laufen. Für einen Test. Ach, für einen Test. Ja, ansonsten im Mediamarkt natürlich sieht man, glaube ich, auch so viele große Fernseher, aber die sind alle nicht so gut eingestellt und nicht so fair im Vergleich zueinander. Ja, schwupps, sind wir auch schon wieder draußen, hier in Festatmosphäre, denn bei uns gibt es heute noch das Sommerfest. Wir dürfen einmal noch feiern. Muss ja gefeiert werden, ganz genau. Das Technet-Team feiert natürlich mit, aber vorher haben wir noch ein paar spannende Technik-News für euch. Genau. Das eine ist mal, möchte ich natürlich euch nicht vorenthalten, weil es auch so ein bisschen Leib- und Magenthema von mir ist. Mit dem Film bin ich eigentlich jetzt zum großen Kinogänger, Kinofan geworden und gleichzeitig zum Schwarzenegger-Fan. Terminator 2, Tag der Abrechnung, Judgment Day. Und der kommt ja jetzt erstmal Ende August so als Event quasi für ganz kurze Zeit in die Kinos in 3D zum allerersten Mal. Das wird das Spannende. Und das ist ja von James Cameron, sonst würde man sagen, naja, 3D-Umwandlung von alten Filmen und so lala, meistens nicht so toll. Aber James Cameron hat ja schon bei Titanic gezeigt, dass es sich richtig, richtig gelohnt hat. Wir hatten das Thema letztens auch schon mit unserem Movie-Steve in der Sendung kurz, dass er also wirklich viel Mühe reingesteckt hat, um diesen Film also in 3D umzuarbeiten. Darauf sind wir sehr gespannt. Aber es gibt ihn danach auch in diversen Versionen, neu auf Blu-ray, und eine davon ist richtig geil, die blenden wir jetzt mal ein. Das ist nämlich die eine Special Edition mit diesem bekannten Endo-Arm aus dem Film, und die kosten ein bisschen was, ich glaube so 180 Euro lang, so habe ich nicht mehr nachgeguckt, aber, und die gibt es auch nur auf einer speziellen Seite zu bestellen, aber es sieht einfach geil aus, und für Sammler wie mich ist das ein absolutes Muss. Und da sind natürlich auch noch drin die 4K UHD Blu-ray, das heißt also den Film wird es zum ersten Mal auch in 4K auf der Disc geben, dann die eben 3D Blu-ray, das heißt die 3D Fassung wird es auch auf Disc geben, eine normale herkömmliche 2D Blu-ray, und es gibt jede Menge Specials, neue Interviews mit Cameron, mit Schwarzenegger und, also da ist alles drin, was das Fanherz für Terminator höher schlagen lässt. Und 3D Sound, ist der auch mit an Bord? 3D Sound ist auch ist nicht mit an Bord, glaube ich. Oh, oder? Das wäre eine gute Frage, ja, aber ich glaube, soweit ich weiß, nicht. Also da war nichts zu hören davon. Das ist ja mal ein bisschen schwierig dann beim alten Material auch, aber da kann ich auch nachfragen. Nee, 3D-Sound gibt es nicht, aber wie gesagt, alles andere in bester neuer Qualität. HDR, also 4K und HDR wird geboten, also gut. Eigentlich alles mit drin, und wird sicher eine coole Sache. Spannend wird es auch, also man gibt ein gutes Abspielgerät dafür dann möglicherweise auch rechtzeitig zum Start des Films. Ja, und zwar ein ganz neues und wie Sony verkündet, erstes Produkt in Sachen 4K Ultra HD Blu-ray Player. Da waren wir etwas verwundert diese Woche, denn von Sony Professional Europe kam eben die Pressemitteilung, dass jetzt der erste Sony Ultra HD Blu-ray Player auf den Markt kommt. Genau, dabei gibt es ja schon einen, da muss man sagen, es gibt ja eine Sony Hardware Firma sozusagen, genau. Bei uns in Deutschland Sony Deutschland, die machen diese normalerweise Blu-ray-Player, Fernseher, Fotokameras und. Mhm. Die haben ja bereits den X800 auf den Markt gebracht, den wir auch schon getestet haben. Genau, den wir schon getestet haben. Und jetzt kommt eben von Sony Professional, der Firma, die wir vor allem von den Projektoren kennen, von den Heimkino High-End-Projektoren, den schönen teuren, kommt jetzt eben der X1000 ES. Die ES-Serie ist durchaus schon bekannt für eben sehr, sehr high-endiges Heimkinoprogramm, und jetzt kommt dieser Player. Es gibt noch keinen Preis, es heißt im Sommer. Das heißt, also wir wissen noch nicht ganz genau, wann er kommt, aber wir erwarten ihn auf jeden Fall vor der IFA. Genau, und ansonsten hat er wohl außer Dolby Vision so ziemlich alles Wichtige mit an Bord. Also natürlich versteht er sich auf Ultra HD, HDR. Und er kann wie bei Sony üblich, deswegen auch so ein bisschen der, ich sag mal, Angriff Richtung Oppo, weil wir gehen wir davon aus, dass er ja auch teurer sein wird. Der X800 hat ja nur in Anführungszeichen 400 Euro gekostet. Ich denke, das wird ein High-End-Player, wie er im Buche steht. Audiophil, das heißt, er wird eben auch wieder neben den üblichen Formaten DVD-Audio und SACD abspielen, was vielen Hi-Fi-Fans ja extrem wichtig ist, aber auch nicht ganz unwichtig, weil auch das nicht alle Blu-ray-Player spielen, und wir brauchen das ja nachher für den Terminator, 3D Blu-ray.
Wird auch abgespielt. Ne? Ganz wichtig. Ansonsten und natürlich auch Dolby Atmos und DTS:X, was beim Terminator jetzt leider nicht mit dabei ist. Aber. So ist es, ganz genau. Aber natürlich jede Menge audiophile Technik, Insight genau. sozusagen. Und darauf sind wir natürlich auch besonders gespannt. Wie gesagt, sobald er irgendwie testbar ist, werden wir uns den holen. Wir werden mal noch klären bis dahin, warum da die andere Sony-Tochter für den Player, er sieht auch ähnlich aus, wie man auf den Bildern hier einblenden sieht, wie der X800, kommt also aus gleichem Hause, trotzdem zwei unterschiedliche Firmen, spannend, was uns da zu erwarten hat. Ja, ne? Und wo da dann die Unterschiede liegen. Alle anderen UHD-Blu-ray-Player gibt es dann auch in einer Übersicht im großen Vergleichstest in der nächsten Ausgabe. Und ebenso wie einen großen Test zum Thema AV-Receiver, wo auch der Sony AV-Receiver mit Dolby Atmos und DTS:X zum ersten Mal bei Sony mit im Test sein wird. Aber bevor die nächste Ausgabe kommt, gibt es ja noch die aktuelle, denn es dauert ja noch ein bisschen. Anfang August ist es erst soweit, deswegen kann ich euch nochmal, wenn ihr jetzt gerade in die Ferien fahrt oder am Wochenende wieder ein tolles Wochenende irgendwo draußen verbringt, hier Lesestoff, aktuellen Lesestoff empfehlen, die aktuelle Ausgabe. Immer noch Top-Themen drin und unter anderem unsere Laserwahl-Champions, 10 OLEDs im Test und jede Menge Sound-Themen natürlich genau. von Antonia, wie immer. Also schaut rein, liest rein. Auf jeden Fall. Und wir müssen jetzt dringend wieder ins Labor weiter testen, weiter schreiben. In den Hörraum, weiter hören. Damit auch die nächste Ausgabe pünktlich fertig wird, ne? Genau. Sonst haben wir ja zu viel versprochen. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Servus, ciao. Ciao. Die Videotech Night wurde Ihnen präsentiert von Panasonic.